blow a kiss, fire gun, no need someone to lean on. Blow a kiss, fire gun, no need someone to lean on. Blow a kiss, fire gun, no need someone to lean on. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es meine Top-Bücher aus dem Jahr 2016 geben. Und wer meinen Jahresrückblick gesehen hat, weiß vielleicht, dass meine durchschnittliche Bewertung im Jahr, also vom ganzen Jahr, 4,3 Sterne waren. Und das ist ja super gut. Ich bin jetzt aber bei diesen Top-Büchern nicht nach den Sternen gegangen. Ich habe mir gerade ein wenig Zeit genommen und bin durch meine Regale geschlendert und habe geschaut, also hab mir die Rücken angeschaut, wirklich jedes Buch so, und haben mir gedacht, was ist dir wirklich richtig im Kopf geblieben? Und ja, da gab es einiges. Und insgesamt sind es 12 Bücher. Diese Reihenfolge, in der ich die Bücher jetzt zeigen werde, hat nichts damit zu tun, welches ich besser fand oder schlechter fand. Ich fand sie nämlich alle gut. Ich werde zu jedem was kurz sagen, jetzt nicht unbedingt was den Inhalt betrifft. Ich werde alle Rezensionen zu den Büchern definitiv unten verlinken. Also meinen geschriebenen, wenn es eine Videorezension gibt, auch die Videorezension. Und dann könnt ihr euch das ja einfach angucken, wenn euch das näher interessiert. Ja. Nur damit ihr wisst, wenn ich jetzt irgendein Buch an erster Stelle zeige, ist es nicht gleich auf Platz 1, weil ich habe zwar überlegt, das so zu machen, aber ich kann mich einfach nicht entscheiden, welches besser fand, weil jedes war auf seine Weise, in dem Genre, in dem es spielt, gut. Meine Katze macht da gerade ein paar Experimente, wenn es gleich knallt, tut mir leid. Ja, ich fange jetzt auch einfach an und höre auf, drum rumzureden. Eins von den Büchern, welches mir so sehr im Kopf geblieben ist, ist von Rebecca Alexander, Das Geheimnis von Leben und Tod. Dieses Buch hat mir so gut gefallen, weil es hier einfach das war, glaube ich, das erste Buch, das ich gelesen habe, in dem es wirklich um Hexen geht und um Hexerei und um Unsterblichkeit und sowas. Und ja, schade ist, dass bis jetzt noch überhaupt kein Erscheinungsdatum vom zweiten Band auf Deutsch ist, obwohl schon der vierte Band im Englischen rausgekommen ist. Und so wie ich das Gefühl habe, wird diese Reihe nicht weiter übersetzt. Was ich sehr schade finde, ich bin halt wirklich am Überlegen, ich lese ja momentan Harry Potter auf Englisch weiter, ob ich das dann, nachdem ich die ganze Harry Potter-Reihe auf Englisch gelesen habe, einfach auf Englisch lese, weil es interessiert mich halt einfach sehr. Ich fand das Buch so gut und ich weiß auch, glaube ich, dass die Ninni auch das, also wie heißt ihr Kanal? Die Ninni von Empire of Books, genau. Ich verlinke ihren Kanal unten. Fand das, glaube ich, auch richtig gut. Und ja, es hat mir einfach so gut gefallen, weil diese Geschehnisse so auf so eine Art detailliert beschrieben waren und man das so spüren konnte. Und ich bin ja, wer mich ja länger verfolgt, weiß es ja bestimmt, ein Fan von guter Charakterausarbeitung und detaillierten Beschreibungen. Jetzt nicht so detailliert wie Stephen King vielleicht, weil damit habe ich momentan meine Probleme, aber doch so detailliert, dass ich mich richtig reinfühlen kann, damit ich denke, ich bin der Protagonist, wenn ihr versteht, was ich meine. Und das hat die Autorin definitiv gepackt und es war halt einfach, dieses Thema hat mich so sehr interessiert und deswegen ist es ein Buch, was ich einfach nicht vergessen kann, wo ich öfters aus dem Regal hole und denke, ach, wie schade, dass es den zweiten Band noch nicht gibt. Ich werde jetzt nach dem Video mal recherchieren und mal schauen. Vielleicht finde ich ja was dazu, dann verlinke ich es euch in der Infobox, falls es euch auch interessiert. Eines der nächsten Bücher war von Matt Haig, Ich und die Menschen. Dieses Buch ist auf YouTube sehr rumgegangen. Also ich glaube, viele Menschen haben es gelesen im Jahr 2016. Mein Freund und ich haben es beide gelesen, hintereinander weg, und wir waren hin und weg von diesem Buch. Matt Haig beschreibt hier alltägliche Situationen, so witzig, also wirklich sehr humorvolles Buch, von vorne bis hinten. Ich habe auf den ersten 5 Seiten schon lauthals lachen müssen. Aber trotz diesem Humor ist es doch ein sehr ernstes und nachdenkliches Buch. Und wenn ein Autor schafft, über etwas Witze zu reißen, aber einen gleichzeitig darüber nachdenken zu lassen, was ist die richtige Lösung, was ist richtig, ob man es, also wie man es selbst machen würde. Und ja, das finde ich sehr, 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 sehr gut. Was kann ich noch sagen? Ich will halt einfach nicht so viel von wegnehmen. Es birgt viele, viele Überraschungen, also sehr viele Überraschungen. Es geht hier ja um einen Professoren, der etwas herausgefunden hat, weshalb jetzt ein Alien auf die Welt kommt.
und in diesen Professor hineingeht und natürlich wissen also was heißt Alien, ein Außerirdischer ist es ja eher, oder? Ja, Außerirdische haben ja ganz andere Kulturen als wir hier auf der Erde. Also so ist es jedenfalls in dem Buch. Und allein das ist schon zum Brüllen komisch gewesen. Und ach, es ist einfach so humorvoll, voller Moral. Hat eine gute Hauptstory, um die sich alles dreht. Und lest dieses Buch. Ich war hin und weg. Dann ein Buch, bei dem ich immer noch nicht so weiß, ob es mehr positiven als negativen Einfluss auf mich hatte. Und zwar rede ich von Still von Zoran Drevenka. Dieses Buch ist ja ein Buch, das einen sehr, sehr außergewöhnlichen Schreibstil hat. Und zwar ist das in der Sie-Du-und-Ich-Version geschrieben. Und dann steht halt immer über diesem Kapitel Du, Ich oder Sie. Und die Du-Kapitel sind wirklich, wirklich ekelhaft. Ekelhaft nicht auf die Weise, was darin passiert, sondern ekelhaft, weil die ganze Zeit geschrieben ist, du gehst dort und dorthin. Dir passiert das und das. Und dann kriegst du Gänsehaut, weil wenn man nur daran denkt, dass das bei dir zu Hause ist. Hier gab es zum Beispiel eine Szene, da lag jemand im Bett und dann kam, du hörst Schritte auf deiner Treppe. Und ich habe dieses Buch gelesen, da war ich ganz alleine nachts zu Hause und ich dachte mir so, oh mein Gott, und wir haben eine Treppe. Und mein Bett steht genau neben dieser Treppe. Und das ist so, da musste ich die ganze Zeit zur Tür gucken und irgendwann habe ich die Tür zugemacht, weil ich so, ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und so war dieses ganze Buch. Es war von vorne bis hinten ein ekelhaftes Gefühl, aber ein doch gleichzeitig richtig cooles Gefühl. Und weil der Autor das so geschafft hat, mich so zwiegespalten dastehen zu lassen, ist es hier drin, weil es ist damit ein Top-Buch, aber halt bin ich noch sehr zwiegespalten. Das werde ich wahrscheinlich auch immer sein, aber es ist halt ein Buch, was ich aufgrund dessen, was darin alles passiert und wie mir das so emotional zugesetzt hat, nie wieder vergessen werden können, haben, tun. Genau. Ein Buch, das ich auch relativ von Anfang des Jahres gelesen habe, war von Lisa O'Donnell, Bienensterben. Und das ist ein Buch, was mir sehr, sehr nah ging. Hier geht es ja um zwei Schwestern, die ihre Eltern an ihrem 16. Geburtstag, an ihrem 15. Geburtstag, oder die eine Schwester an ihrem 15. Geburtstag, im Garten vergräbt. Und da sie nicht ins Heim kommen wollen, tun sie halt ein bisschen mogeln und die Schwester versucht halt alles so hinzubiegen und zu machen, damit das niemanden auffällt und tut sich wortwörtlich den Popo aufreißen, damit das alles klappt und diese Energie und diese Kraft von diesem Mädchen und was sie alles dafür tut, damit das niemand rausfindet und wie das überhaupt alles dazu gekommen ist, das hat mich so emotional berührt und ich fand dieses Buch wunderschön. Und ich möchte von Lisa O'Donnell auch das nächste Buch lesen, das bei ihr erschienen ist. Das von ihr erschienen ist. Auch als der Nachbar dann langsam anfängt, stutzig zu werden und ja, es ist halt alles komisch. Also die ältere Schwester versucht halt einfach, wie ich schon gesagt habe, ihr Bestes zu geben, das alles zu meistern und zu machen, damit das niemandem auffällt. Aber trotzdem gerät sie halt öfters mit der Jüngeren in Streit und dann ist irgendwie die Jüngere doch ein wenig, ist doch die Jüngere darauf bedacht, dass das alles klappt und funktioniert und ja, es wird ab und zu mal die Rollen getauscht von der Älteren und der Jüngeren. Und das finde ich sehr beeindruckend. Und ach, dieses Buch ist generell ein sehr, sehr, sehr beeindruckendes Buch. Also das ist wirklich eine große Empfehlung von mir. Dann habe ich ein Buch gelesen, was ich einfach... Ich bin der Mandy von Mandy Rosaroth sehr dankbar dafür, dass sie mich auf dieses Buch gebracht hat. Ich verlinke auch ihren Kanal unten. Denn es ist ein Buch, was ich immer und immer wieder lesen werde, das weiß ich jetzt schon. Und dass ich will, dass meine Kinder lesen und dass ich meinen Kindern auch vorlesen werde. Denn ich finde es so voller Fantasie und so cool. Und ich spreche von Die 13,5 Leben des Captain Blaubeer von Walter Mörs. Es ist einfach, ich habe es geliebt, ich habe es so geliebt. Ich habe dieses Buch förmlich durchgesuchtet und diese ganzen Randbemerkungen und die Illustrationen und es ist von vorne bis hinten witzig. Und wer als Kind schon die Serie geguckt hat, wird dieses Buch lieben. Also ich fand es klasse und zum Inhalt kann ich jetzt gar nichts sagen, weil dieser Inhalt ist so vollgestopft. Also es sind halt 13,5 Leben des Captain Blaubeer. In jedem Leben passiert halt etwas Neues, Unerwartetes und jedes Leben ist grandios detailliert beschrieben und es macht Spaß, diese Bücher zu lesen. Diese Leben zu lesen. Und ich bin gespannt auf weitere Bücher von Walter Mörs.
Momentan bin ich ja eher dabei, mal alle anderen Bücher zu lesen, die hier bei mir zu Hause noch rumstehen. Deswegen wird das wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber ich freue mich drauf. So habe ich ja hoffentlich länger was davon. Aber es wird nicht das erste und das letzte Mal gewesen sein, dass ich dieses Buch gelesen habe. Dann im Bereich Fantasy, das waren ja jetzt eher sowohl ein Thriller, die anderen waren alle so im Genre der Belletristik. Aber aus dem Fantasy-Bereich ist ein Highlight von mir das Lied der Dunkelheit von Peter von Brett. Dieses Buch ist ja ein immens dicker Schinken, habt ihr bestimmt gerade gesehen auch. Ja, ein Buch voller Überraschungen, Wendungen, Irrungen, Wirrungen, Liebe, Krieg, alles ist dabei. Freundschaften, Einzelgänger gibt es auch und sehr, sehr viele Protagonisten. Also wir haben hier nicht einen Protagonist, sondern sehr viele. Weshalb hier hinten auf dem Rückentext auch nicht wirklich was draufsteht. Ich kann dieses Buch auch nicht zusammenfassen. Ich habe mir das damals in der Rezension, als ich die geschrieben habe, auch sehr, sehr schwer getan, etwas dazu zu schreiben, weil du kannst ja im Endeffekt dann nur über die Charaktere berichten und wie das Buch aufgemacht war und alles. Und ja, das war es auf jeden Fall super. Alle bestimmt 50 Charaktere, die hier drin vorkommen. Ähnlich wie bei Game of Thrones. Man gewöhnt sich eigentlich sehr schnell daran. Man vergisst nicht die Namen oder so. Also zumindest ging es mir dabei nicht so. Wir haben hier auch die nächsten. Ich habe hier die nächsten Bände auch schon stehen. Den dritten Band hat sich mein Freund vor ein paar Tagen gekauft, letzte Woche. Ich muss den Folgeband noch lesen oder die nächsten zwei Folgebände. Wir lesen nämlich auch die Zwischenbände. Und ich will endlich mal weiterlesen und ich freue mich richtig darauf. Und hier steht auch Peter von Bretts gewaltiges Epos vom Weltrang des Herr der Ringe. Ja, ich habe Herr der Ringe nie gelesen. mein Freund schon, man müsste ihn eigentlich mal fragen, ob er das auch so sieht. Aber egal, ich fand es super. Und wer dieses Buch gelesen hat, weiß, wer Bruna ist. Und ich liebe Bruna. Und allein deswegen will ich diese Reihe weiterlesen, weil ich sie liebe. Aber wer, ja, ich sag jetzt nichts dazu. Sonst würde ich ja noch spoilern. Ja. Dann eines der nächsten Bücher, die ich im Sommer gelesen habe. Mein bester letzter Sommer. Von Anne Freitag. Das war mein erster Anne Freitag. Ist auch, glaube ich, auch ihr erstes Jugendbuch ge gewesen. War damals für mich ein Rezensionsexemplar. Habe ich mich sehr darüber gefreut, dass ich das geschickt bekommen habe. Bald kommt ja auch ihr neuer Roman, Jugendroman raus. Ein Mund voll ungesagter Dinge, glaube ich. Das möchte ich auch unbedingt haben und lesen, weil mir dieses Buch halt so gut gefallen hat. Hier geht es um ein Mädchen, das eine Krankheit hat. Ich verrate jetzt nicht mal, welche Krankheit. Es ist diesmal keine Krebsgeschichte, wie es so immer heißt. Ich finde den Begriff zwar ein bisschen unkorrekt, aber ja, es geht diesmal nicht um Krebs, was ich sehr toll finde, weil dafür gibt es ja schon sehr, sehr, sehr viele Bücher. Aber hier geht es endlich mal um eine andere Krankheit. Welche? Lest es selber. Ja. Und hier geht es um eine Reise durch Italien. Und ja, aber genau diese Italienreise war das, was mir, was es war. Ich will die ganze Zeit was zum Inhalt sagen, nur dann wird dieses Video so gesprengt. Also mein bester letzter Sommer von Anne Freitag ist voller Emotionen, ist total schön aufgemacht. Es hat mich nicht kalt gelassen und diese vielen kleinen Dinge, die da drin vorkommen, das war einfach wunderschön und ich kann es euch einfach nur empfehlen zu lesen. Also wenn ihr auf so Geschichten steht, das war eigentlich meine zweite Geschichte, in der es um den Tod geht und um Krankheiten und etc. Wenn ihr sowas gerne liest, dann kann ich euch das sehr empfehlen. Ich fand dieses Buch super ausgearbeitet. Wie gesagt, die Charaktere, wie es dazu kommt, dass sie diese Reise durch Italien machen und was da alles passiert, ist wunderschön beschrieben worden. Und ja, ich würde sagen, falls ihr Lust habt, lest es doch selbst. Dann habe ich ein Buch gelesen, was ich gewonnen habe, und zwar bei der lieben Laura Newman, und zwar Jonah. Das Buch hatte ich, wie gesagt, gerade schon gesagt, gewonnen. Und Jonah ist ein Buch, was, glaube ich, bestimmt fünf verschiedene Genres beinhaltet, von Mystery über Liebe über Thrill. Und das auf so wenig Seiten vollgepackt, war für mich ein Highlight des Jahres und es lässt mich auch einfach nicht los. Einfach aus dem Grund, weil auch sogar ein bisschen Fantasy hier drin vorkam. Und ich niemals gedacht hätte, dass auf, wie viele Seiten sind es? Bestimmt 300 irgendwas Seiten, so viel Emotion, so viel Geschehen und so viel
ja, halt, was, Spannung eigentlich. Ja, doch, die Spannung hat das ganze Buch noch besser gemacht, als es sowieso schon war. Denn ich habe angefangen zu lesen und konnte es nicht mehr aus der Hand legen. Weil es halt so spannend war, weil ich wissen wollte, wie es endet, weil ich die Gründe wissen wollte, warum etwas so ist. Und falls ihr mal Lust habt auf ein Jugendbuch, was nicht nur in eine Richtung geht, sondern in fünf verschiedene, was euch wirklich richtig, richtig packt, dann würde ich sagen, lest Jonah von Laura Newman. Es gibt Leute, die haben bei diesem Buch geweint und ich muss sagen, ich war ehrlich nah dran. Aber bis jetzt, in den letzten Jahren, konnte mich kein einziges Buch mehr packen zum Weinen. Es gab ein einziges Buch, das hat es mal gepackt, mich zum Weinen zu bringen. Ja, war auch witzig, dass mich genau dieses Buch zum Weinen gebracht hat. Ich glaube, das werde ich niemals erzählen, das ist viel zu peinlich. Aber ja, lest Jonah, falls ihr mal Lust habt auf ein viel, 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 vielseitiges Jugendbuch. Als vorletztes zeige ich euch dann eine Reihe, und zwar die Grisha-Trilogie von Leif Bedugo. Und zwar Grisha, Goldene Flammen, Eisige Wellen. Ich habe hier gerade ein paar Platzprobleme. Nein! Ups. Eisige Wellen und Lodernde Schwingen. Ich stelle die jetzt einfach mal kurz hier so hin. Dann seht ihr die. Und das halten wir kurz einfach mal hier hoch. Also diese drei Bücher sind alle drei Highlights von mir, weil diese Trilogie einfach mal was Neues war. Es war keine Dystopie, sondern eher eine, ja, kann man sagen, Urban Fantasy. Also es war auf jeden Fall eine Fantasy-Trilogie und ich bin froh, dass ich mir diese Bücher gekauft habe und sie dann auch hintereinander, ich glaube, in 3 Monaten oder in 2 Monaten weggelesen habe, weil diese Welt besteht, also diese komplexe Welt, diese riesengroße komplexe Welt besteht aus so vielen verschiedenen Geschehnissen, ein Haufen Überraschungen. Also ich war teilweise geschockt, wo die Wendung auf einmal hingegangen ist, aus so vielen Protagonisten und Charakteren, von denen man am Anfang dies dachte und dann am Ende das dachte oder wusste, wie sie auf einmal sind, und diese Sinneswandel. Und auf jeden Fall, das, was mir am besten gefallen hat, war unsere Protagonistin Alina. Denn es gibt so viele Jugendgeschichten, sei es die Bestimmung oder für mich auch die Tribute von Panem, aber die nicht ganz so schlimm wie die Bestimmung jetzt beispielsweise, wo die Protagonistin halt, natürlich tut auch Alina hier auf etwas stoßen, was an ihre Grenzen geht, aber Alina ist nicht sofort perfekt. Sie tut sich über alle drei Bücher, noch im dritten Band, so stark verändern. Und was habt ihr denn da? Die Katzen. Sie tut sich selbst im dritten Band noch so stark verändern und entwickeln und wachsen. Also sie reift in allen drei Bänden so dermaßen. Dass man richtig sieht, wie sie wächst. Also man hat es bildlich vor Augen. Damit meine ich jetzt nicht, dass sie erst ein kleines Kind ist, sondern wirklich, sie trifft auf diese Geschehnisse, mit denen die ihr, also sie wird damit konfrontiert und ist erstmal total baff und sie will das gar nicht und dann muss sie damit klarkommen. Und dann gibt es hier auch noch, hallo, Katze, kscht. Dann gibt es hier auch noch Charaktere, bei denen man denkt, wo soll ich die jetzt einschätzen und wo soll ich die hinpacken, in welche Schublade, und alles, was hier drin passiert, man ist voller Irrungen, Wirrungen, und das wird eine Trilogie sein, die niemals aus meinem Bücherregal verschwinden wird und die ich bestimmt noch oft lesen werde, weil es immensen Spaß gemacht hat. Ich hatte schon lange nicht mehr solchen Spaß, eine ganze Buchreihe hintereinander wegzulesen. Und wie gesagt, Alina ist nicht perfekt. Sie ist nicht die geborene Kämpferin, wie es Katniss ist oder wie es Beatrice von Die Bestimmung ist oder so. Alina ist eine so gute Protagonistin. Ich würde sagen, ich küre sie zur Protagonistin aus dem Jahr 2016. Die toughste und coolste, die erstmal wachsen muss an ihren Aufgaben und die was dafür tut. Ja. Und das letzte Buch, was ich auch erst zum Jahresende hin jetzt gelesen habe, war von B.A. Paris, Saving Grace, bis dein Tod uns scheidet. Ich tue euch die Rezension ja eh alle unten verlinken, aber diese könnt ihr euch unbedingt anschauen. Die ist auch erst vor ein
paar Wochen, nee, paar Tagen, ich weiß gar nicht, noch nicht so lange her, dass sie online gekommen. Ich habe dieses Buch geliebt. Wie ich auch in der Rezension schon gesagt habe, hat mir dieses Buch meinen Atem geraubt und das hat noch nie ein Buch geschafft. Und ich will jetzt wirklich gar nicht so viel dazu sagen. Dieses Buch ist mein Thriller-Highlight der letzten Jahre überhaupt. Also das ist der beste Psycho-Thriller, den ich in meinem ganzen Leben bis jetzt gelesen habe. Wirklich der allerbeste. Der ist auf Platz 1. Er war so, so gut. Ich rede jetzt nicht von normalen Thrillern, sondern wirklich von einem Psycho-Thriller und er war super gut. Er kommt ohne Gewalt aus, nur mit Worten und man liest einen ganz normalen Satz, aber die Autorin schafft es trotzdem, einen ganz normalen Satz so wirken zu lassen, dass er einen verstören kann. Und das ist bewundernswert und also wirklich ein Hoch auf die Autorin. Ich hoffe, sie bringt noch Millionen andere Bücher raus, die ich lesen kann. So, jetzt hätte ich fast zwei Bücher vergessen, weil das E-Books waren. Und zwar, ach Quatsch, E-Books, nee, das eine habe ich nicht, das habe ich bei meinem Papa ausgeliehen. Und zwar war das von Ken Follett, Sturz der Titanen. Ein historischer Roman hat es meine Highlights gepackt. Ich lese ja gerne historisch, nur irgendwie selten, weil ich halt so wenig Bücher habe und nur nicht dazu kam, jetzt so neue zu kaufen oder so, die so wirklich die so wirklich historisch sind. Aber Ken Follett, Sturz der Titanen, hat es mit 1022 Seiten gepackt, hier reinzukommen, denn es ist ein Epos gewesen. Es war so cool. Also wirklich, es dreht sich um den Ersten Weltkrieg. Und das in 5 verschiedenen Ländern oder so. Und man verfolgt halt auch 5 verschiedene Familien. Ich glaube, es waren 5 verschiedene Familien. Halt einmal Deutsche, dann Waliser, Franzosen und ach, all sowas halt. Russen auf jeden Fall auch noch. Man verfolgt halt diese Familien und alle Familien sind auf ihre Art und Weise spannend. Alle Familien haben auf ihre Art und Weise etwas zu erzählen und das macht mörderischen Spaß mitzuerleben und ja, deshalb hat es Ken Follett hier reingepackt und Winter der Welt wird hoffentlich dieses Jahr gelesen. Es sind halt alles dicke Bücher, das hat auch 1022 und Kinder der Freiheit, der dritte und letzte Band der Trilogie, hat dann sogar 1400 oder so. Ich will es nicht lügen, aber ich glaube, es sind halt super dicke Bücher. Da muss man sich schon Zeit für nehmen. Ja, und das andere Buch war Herzklopfen im Nimmerland von Anna Catmore. Und den zweiten Band, den schieb ich ja schon, seit ich diesen gelesen habe, vor mir raus, weil ich halt einfach nicht will, dass es endet. Ich fand das so cool, diese neue Erzählung von Peter Pan, mal auch, also da sind ja alle Protagonisten sehr jung, auch der Captain Hook ist sehr jung und es ist ein bisschen New Adult und ich will da jetzt halt noch nicht so viel verraten, aber ich fand auch mal die Sicht aus Captain Hook und dass der ja eigentlich gar nicht so ein Fiesling ist, wie man immer denkt. Und ach, es war halt einfach sehr bezaubernd. Ist jetzt auch nichts, was ich jeden Tag lesen möchte, aber es hat mich halt gerade, weil ich das so selten lese, super begeistern können. Und ja, auch eine große Empfehlung dafür. So, und ja, das waren meine Top-Bücher. Es wird kein Video über Flops geben, weil es ist nicht schwer, darüber zu sprechen aus meiner Sicht. Erstens hatte ich ein super gutes Jahr. Also ich hatte nicht mal wirklich Flops. Ich hatte, glaube ich, 2 Bücher mit 2 Sterne Bewertungen. Der Rest waren alles 3, 4, 5 Sterne Bücher. Und ja, über diese 2 Bücher jetzt noch ein Video zu drehen, die ich gar nicht mehr hier zu Hause habe, weil sie eigentlich nicht der Rede wert sind, habe ich keine Lust, muss ich ehrlich sagen. Das kann jeder machen, wie er will. Es waren auf jeden Fall, ich kann euch die Namen ja kurz nennen, auf jeden Fall waren es Kings and Fools, der erste Band und Mein Leben für dich von Annette Moser. Diese beiden Bücher waren meine Flops im Jahr 2016, weil ja, sie in meinen Augen einfach grottig schlecht waren vom Schreibstil über die Charakterentwicklung, über die Naivität dieser Charaktere in beiden Büchern, über das Geschehen, was man nicht richtig verfolgen konnte, weil es überhaupt nicht beschrieben war und man musste sich sehr viel dazu dichten in meinen Augen und ach, beide Bücher haben mir einfach überhaupt nicht gefallen. So, das waren jetzt meine Highlights. Schreibt mir eure Highlights in die Kommentare. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Vielleicht ist ja auch ein Buch von meinen ein Highlight von euren. Wer weiß das? Wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich lese mir das durch und antworte euch natürlich auch wie immer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, lest schön viel. Tschüssi!